Willkommen zum Seppig Sunday. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum Seppig Sunday und ich habe euch hoch und heilig versprochen, dass wir ein schönes Pack-Opening mit dann doch dem Team der Woche noch machen, mit Ronaldo und Ibrahimovic, und ich habe schon von Ibrahimovic IF geträumt. Leider haben wir gestern am Dienstag noch direkt nach der Arbeit aufgenommen bis um 11 wegen unserem 1 Milliarde Special auch noch, und danach war ich leider sehr, sehr fertig. Und hab dann gedacht, ach komm, machst du morgen nach der Arbeit, ist ja noch genug Zeit. FIFA hat heute Morgen dann ja rausgebracht, ja, also wir haben jetzt Serverarbeiten nur bis um 2, danach läuft alles wieder. Und dann komme ich nach Hause, will noch schnell hier ein Pack-Opening machen. Auch das Geld dran geschafft, ne, schön getradet, damit wir das alles machen können. Der Griezmann ist auch noch gut weggegangen, gewinnbringend, für 100.000 mehr, als ich ihn damals gekauft habe. Hab mich sehr gefreut, aber ihr seht selber, das ist hier leider nicht drin. Jetzt haben die natürlich gerade bei Twitter geschrieben, yay, unsere Server sind noch bis 6 Uhr down. Ja, und wann kommt das neue Team der Woche? Um 6! Oh, das passt so praktisch. Mensch, herrlich. Tut mir leid, wir starten einfach die Folge dann mal mit was anderem. Muss ich mir noch überlegen. Bis dann, tschüss. Ja, meine lieben Schnittchen, da sind wir wieder, und wie gerade schon erwähnt, gibt es leider kein super geiles Pack-Opening mit Ibrahimovic und Ronaldo. Mann, oh, es wäre so schön geworden. Ich habe ja schon von ihm geträumt. Aber hier, ja, neues Team der Woche. Ein paar Packs werden wir aufmachen, aber es ist halt nicht so super mega Knorke, ne? Carzola haben wir hier. Benatia auch super stark. Ist wahrscheinlich jetzt als IF der übelst krasse Verteidiger in der Bundesliga, ist auch so schon ein guter Verteidiger. Aber naja, mal gucken, wie viel er denn so wert ist. Bei Klischee habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Ach, da können wir auch gleich mal gucken. Wie viel denn unser Klischee, den wir uns da zugelegt haben, denn so wert ist, wie er sich entwickelt hat, und ein bisschen zum IF-Handel. Wollte ich auch ein bisschen was erklären. Benatia hier 400.000, sonst 5.000 ungefähr hier. Wert 400.000, 500.000 hätten sie wahrscheinlich alle gern. Am Anfang ist das ja immer relativ hoch mit den Preisen, aber halt mit den Tagen, so Samstag, Sonntag spätestens, geht der Preis dann auch ein bisschen runter. Hier, den können wir ja mal beobachten und gucken, wie er sich denn so entwickelt. Was denn da für ein Preis nachher wirklich gezahlt wird im Moment. Ja, 750.000 hätte ich auch gerne für meine Mutter. Ein bisschen frech teilweise, ne? Aber berechtigt, richtig geiler Spieler, richtig stark. Was haben sie ihm gegeben? Ein Tempo mehr, ein bisschen Passen mehr, aber erstmal 4 Def mehr und 3 Physis. Ein Dribbeln auch noch mehr. Also hier richtig die Werte gut erhöht, um ihn auf eine 85 zu heben. Ja. Natürlich nice. Beim Klischee hat sich das Ganze leider ein bisschen, naja, nicht so ganz so zu meiner Zufriedenheit bisher entwickelt. Da steht zwar jetzt 300.000 und da 250.000, aber er ist auch günstiger zu bekommen. Also so günstig auch, wie ich ihn mir gekauft habe, wo ich noch Samstag, Sonntags echt, oh ja, den kriegst du, oh nein, scheiße, schon wieder nicht gekriegt, da darfst du aber nicht mehr bezahlen. Oh Mann, ey, und jetzt willst du doch noch einen haben, Mensch, und ja, ne, hier 229 kannst du Fortkauf machen. Meinen für 210 oder 20 gekriegt, ne, hier 290 kannst du schon Sofortkauf machen. Also hier Klischee. Zwischenzeitlich dann angestiegen. Und dann mit der neuen Woche hat er sich dann wieder bei 200.000 so eingependelt, weil halt ist halt nur eine 80, ne, die wird auch häufig gezogen. Eine 81 dann als IF. Den gibt es halt häufig, ne? Also der wird sich dann auch bei 250 bis 300.000 erstmal so einpendeln. Ich hoffe, dass das dann bis 300.000 hochgeht. Dass ich da auch ein bisschen gewinnbringend was verkaufen kann. Den Griezmann habe ich ja schon gewinnbringend verkauft für 212, glaube ich. Und für 120 oder was habe ich den damals selber gekauft. Also da schon die 100.000 mal rausgeholt. Das ist schon mal sehr gut. Und damit können wir auch ein bisschen Pack-Opening jetzt machen. Also, gehen wir mal meine Sets. Ich habe noch welche, oder was? Ich habe noch, glaube ich, es gibt ja wieder Weihnachtszeit, ne? Dann gibt es wieder von EA fleißig Geschenke, Mensch, Mann, Bronze-Set. Und den guten alten Menes, der ja jetzt bei Milano spielt. Ja, super.
Haben wir einmal gegen gespielt. Boah, ist die hässlich, ey. Naja. Ne, dann kriegst du so geile Promo-Sets aus Bronze, wo 4 Karten drin sind. Mensch, das kannst du auch hier direkt pop. Wow, 30 Münzen. Ja, sonst gibt's ja bald. Oh. Oh, seltenes Verbrauchsobjekte-Set. Oh. Was soll denn da drin sein? Einzigartige Verbrauchsobjekte in einem Set vereint. 12 Verbrauchsobjekte, alle Gold und selten. Und mit 12 Verträge für 20.000 kaufen oder was? Ja, Positionskarten, wow, oder. Was gibt's denn teures? Nee. Nee, sehe ich nicht. Das ist ja Ultra-Abzug. Und da dann so noch so ein hübsches, verpacktes Geschenksdings da machen, wenn sie da jetzt 12 seltene Spieler alle selten gemacht hätten und richtig günstig angeboten hätten, dann hätte ich gesagt, ja klar, super. Danke, EA, danke für dieses schöne Weihnachtsgeschenk. Aber, nee, gibt es nicht. Also nach dem Team of the Year, was ja irgendwie Ende Januar gewählt wird und rauskommt, dann bekommen wir auch, was ist das denn hier? Oh ne, das war ja nicht so hübsch. Dann bekommen wir auch ein cooles, Set dabei. Ich glaube das 15.000er Set, wo dann halt auch ein paar mehr drin sind. Das wird dann standardmäßig wieder da reingefügt, weil ja, ne, irgendwie muss man ja wieder Geld dran schaffen, so auf die Art. Oh Mensch, Wilshire haben wir gezogen. 81, yeah, der ist gar nicht so schlecht. Als ZM kann man den gebrauchen. Ja, ja. Aber Sanhazard, genau, wo der mich so gerade anlächelt, der fehlt mir noch in meiner Buckley-Mannschaft. Aber ich sehe Julio César, Mann, Julio César ist auch sehr geil, ja, ja, ja. Nein, nein. Boah, eine 82, ist der so verschenkte 82, ey. Ja, mehr als ablegen brauchst du den nicht, weil was willst du mit dem? Dann lohnt sich gar nicht für 100 auf den Transfermarkt zu stellen. Den Prödel mit 53 Pace, Mensch. Der schnellste Österreicher, den es da wohl so gibt, Mensch. Also wir werden mal ein paar Packs aufmachen, mal gucken, wie es läuft. Bisher ja noch nicht so krass. Oblak ist auch wahrscheinlich der genialste Torwart, den ich kenne. Auf jeden Fall das genialste Bild. Hat sich EA da rausgesucht. Das ist ja mega schlechte Quali. Mensch. Ach ja, ach ja. Aber egal, 4. Advent, Leute. Heute gibt es auch noch ein Weihnachtsvideo von mir. Für euch, wo ihr ganz viele tolle Dinge gewinnen könnt, also da einfach mal reinschauen, lohnt sich. Und es gibt ja noch das 1 Milliarde Special, da gibt es ja auch noch ganz viel zu gewinnen, gewinnen, gewinnen. Also im Moment ist echt bei Pietsmeet, haben wir die Spendier- und Glückshosen an, können ja einiges gewinnen und das finden wir auch gut, denn wir geben ja auch gerne was zurück, weil ihr so toll seid, Mensch. Aber nicht so toll sind hier die Spieler. Wow! Der André mit 72 Pace. Ist der vielleicht was wert? Mal gucken. Sonst, ja, gut. Sonst, Williamson, wow, ein super schneller Verteidiger. Mensch, also vom Pack-Opening erwarte ich sowieso gar nichts mehr, weil ich habe mein Glück für dieses Jahr quasi schon verbraucht. Den Hermann, den ziehen wir jetzt mittlerweile zum 8. Mal, glaube ich. Ich weiß nicht, den ziehe ich ungefähr bei jedem. Zack, weg mit der Flasche. Also so wie ich den schon gezogen habe, ne, kann der gar nichts wert sein. Da muss den jeder andere auch ziehen. Wenn ich jetzt wenigstens so auf den Hazard gezogen hätte. Den Hazard, nicht den Honda. Wobei der Honda auch ganz gut ist, aber halt auch bei Milano spielt. Na cool, Peru, Mensch. War das Peru? Ich glaube schon. Super Trikot. Mensch, was ne geile Trikotsau. Ey, ich hab, nee, ohne Quatsch, Leute, ich hab schon keinen Bock mehr, ey. Nur 75. Wir haben auch keinen einzigen, nicht mal. Nee, Leute, wir sparen das Geld. Wir sparen es, um uns einfach coolere Sachen da zu kaufen. Wir spielen heute mit der Barclay-Mannschaft. Wir könnten ein bisschen Fitness vertragen. Ich wollte nämlich mal den Klischee austauschen. Gegen, ja, Klischee. Mal testen, wie denn der IF ist, ob man denn spürbar irgendwas merkt.
Ne, nicht Verbrauchsobjekt austauschen. Was haben wir denn hier? Und wir wollen in den nächsten Folgen auch mal hier die beiden testen. Jetzt so zu Weihnachten, habe ich ja mal gesagt, wollen wir die beiden auch mal reinpacken. Also hier einmal die Tage in unserem tollen BBVA-Team, den Ronaldo, begrüßen und einmal in unserer Bundesliga-Mannschaft. Mensch, heute ist das Epic Sunday. Komm, leck mich doch. Heute kommt nicht Klischee, heute kommt Lewandowski. Heute kommt Robert Lewandowski. Hier ist hoffentlich die Fitness auch ein bisschen besser. Jawohl! Bis auf den guten Blaschikowski, aber den können wir auch einfach gegen Müller austauschen. Ich bin so evil, so evil. So, dann können wir nämlich hier auch den Robert Lewandowski für Ramos oder Immobile. Ich weiß nicht. 60 passen. Ja, dann hast du leider verloren. Dann hat Immobile leider verloren, weil ich habe mich mal entschieden, nach dem Passwort zu gehen. Wobei, wird das bessere Chemie geben? Ach, den haben wir ja in den Verein getauscht. Nee. Lassen wir einfach so. Lassen wir. Der ist aber echt kacke. Haben die Beine nur 8. Haben wir nur einen anderen? Benzema, Hüntela haben wir noch. Mandzukic, Jovetic, Torres. Ja, Torres wäre doch mal was. Immobile ist leider auch halt kein Deutscher. Ja, einen coolen deutschen Stürmer? Nee, irgendwie gar nichts. Gibt halt keinen. Gut, den Müller könnte man natürlich reinpacken. Oh, das wäre natürlich cool. Müller. Müller, Leute, ihr bringt mich hier auf Ideen. Die sind ja verboten. Da könnte man ja wirklich was draus machen mit einem Müller. Eine F zu RS, damit da wenigstens die Chemie ein bisschen aufgepimpt wird. Haben wir schon mal 6. Alle anderen fühlen sich auch pudelwohl. Ja, und dann kommt da halt mal so ein Blaschikowski, der ja auch ganz super zu unserem Robert Lewandowski passt. Und irgendwie habe ich Bock, mir gerade den Piszczek zu kaufen. Komm, wir gehen jetzt mal in den Transfermarkt. Bumm. Und gucken mal, was der Piszczek. Ach, kacke ich jetzt, ey. Piszczek. Kostet 15.000 Euro. 15.000, ja gut, das ist halt. Für einen ultra krassen rechten Verteidiger ist das halt geil. Musste zahlen. So, jetzt wollen wir mal einen Sofortkauf hier. Hab keinen Bock hier jetzt lange rumzunudeln und alles. Dann versuchen wir dann mit dem. Wer hat denn hier wieder. Ist das schon wieder der Controller? Das ist doch nicht der Controller, der hier von selber immer hochspringt. Ich drücke hier auf den Pfeil nach rechts. Was macht er? Er macht hier nichts. Na, schade. Dann wäre natürlich zu schön gewesen, wenn wir den direkt für 16.000 gekriegt hätten. Für 17.000 auch nicht. Aber für 18. Egal. Mir egal. Ich will den jetzt haben. Und ich glaube, die 3.000, dafür habe ich einfach ein Pack weniger gezogen. Das geht schon klar. Das geht schon klar. Ja, Weihnachtsfeier ist ja heute quasi auch mit den Jungs. Die waren gestern. Also für mich heute. Ne? Ich nehme Samstag auf. Und war auch, Mensch. Bin mal gespannt, wie es wird. Weihnachtsfeier hier in Köln. Wird bestimmt cool. Habe ich voll Bock drauf. Freue ich mich, die Jungs auch mal endlich wieder zu sehen. Wir sehen uns ja jetzt nicht so oft. Sind ja auch leider ein bisschen weit verstreut alle miteinander. Und ich habe noch ein Spiel. Naja gut, ich kann immerhin nicht absteigen. Naja, egal. Es hätte so schön laufen können hier in dieser Season, aber die Spiele, die ich dann gewonnen habe, die wurden leider nicht gezählt. Und dann habe ich die BBVA-Mannschaft hoch rausgeholt und dann habe ich nur noch verkackt. Weiß ich nicht. Ich hoffe, mit meiner Bully-Mannschaft kriegen wir das doch ein bisschen besser hin. Und suche Gegner, dauert jetzt aber echt mal lange. Mensch, was ist denn los hier? Am PC keiner mehr unterwegs? Ja, wir haben noch jetzt Ferien. Was stimmt hier nicht? Müssen wir nochmal suchen. Hat noch nie so lange gedauert, Leute. Ist wieder auf den EA-Servern irgendwas los. Irgendwas ist bestimmt immer. Weil ich aber positiv loben muss, welches Spiel von EA ist. Dragon Age kann ich euch nur sehr empfehlen. Sehr cooles Spiel. Spielt man sehr lange dran. Und finde ich sehr gelungen. Bis auf die Mimik von den Leuten. Die gucken manchmal ein bisschen beknackt. Aber das haben sie sich wahrscheinlich ein Beispiel an mir genommen.
ja, keine Ahnung. Aber sonst von der Story super geil, vom Gameplay super geil. Und hat auch, naja, kann man lange spielen, ne? Also nicht so ein Assassin's Creed, was man dann in 10 Stunden durch hat. Und dann 7. Wieso finde ich denn jetzt keinen Gegner? Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gehabt. Leute, schlaft ihr alle noch? Wir haben 12 Uhr. Echt? Mensch, ich bin schon lange wach. Nee, kann doch nicht sein hier. In Liga 6. Boah, ist ja schon peinlich, dass wir in Liga 6 nicht einfach so durchgehen. Ja. Naja, zeigt aber, dass jetzt mittlerweile das Level ein bisschen ansteigt. Und wir schon mit einer eingespielten Mannschaft spielen müssen und nicht mehr so gerade rumexperimentieren dürfen. Und wir dann auf die Fresse kriegen. Hier natürlich mit Lewandowski und dem guten Müller im Sturm nochmal ein bisschen was Neues. Aber sollte alles nicht schlechter werden, sollte alles besser werden. Der Piszczek, der wird mir auch da, denke ich, in der Verteidigung gut weiterhelfen. Vielleicht holen wir uns den Benatia dann auch noch. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative für meine beiden anderen Verteidiger. Was ist denn jetzt hier los? Das kann doch nicht sein. Spiele Online Season. Ja, bitte, weiter. Danke. Also ich suche noch. Ich schneide mal für euch. Gucken, was hier los ist. So, meine Lieben, da sind wir schon wieder am dritten Tag hier von FIFA Ultimate Team. Was ein schöner Epic Sunday Folge ist denn das? Ich habe noch nie so viele Probleme beim Aufnehmen gehabt. Also ich habe wirklich Samstag nicht mehr aufnehmen können vor unserer Weihnachtsfeier. Ich habe keine Ahnung, was los war. Ich habe mindestens eine Stunde versucht zu connecten irgendwem. Und es stand immer wieder nach 2 Minuten oder was, Verbindung zum Gegner wurde abgebrochen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe keine Ahnung, hat mich hart angenervt, aber gut, dann muss ich jetzt halt noch Sonntag jetzt hier voll laufen. Naja, macht nichts, egal, bleibt trotzdem lustig und spannend. Wir müssen nämlich hier noch ein bisschen was reißen, unsere Ehre ein bisschen zurückerobern. Und von daher, ja, trotzdem werden wir jetzt Robert Lewandowski hier ausprobieren. Und da hoffentlich, ich habe heute Nacht sogar davon geträumt, glaube ich, ohne Scheiß, dass ich mit Robert Lewandowski hier in FIFA spiele und richtig abgehe. Ja, ist schön, ne? Würde mich zumindest freuen. Aber ich glaube, Benatia hatte ich auch. Also von daher, Mario Götze, Müller hier auch dabei. So, wieso wechselt der? Der wechselt wieder automatisch. Ich hab doch... Warte mal, da stimmt irgendwie wieder was nicht. Da ist wieder was in den Einstellungen nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Genau, wir sind nämlich wieder total daneben. Was nämlich hier, Flankenhilfe, Semi, Parade, aber Mithilfe und Analogsprint auch. Und dann müssen wir noch von klassisch auf alternativ stellen. So, Mensch, also die heutige Folge technisch alles ein bisschen schwierig. Wir haben überhaupt gar keine Schnitte hier. Großartig was zu reißen, weil irgendwie das Pack-Opening hat nicht funktioniert. Was war das denn für ein Pass? Der sollte zu Müller. Naja. Also hier echt Probleme am laufenden Band. Oh, was? Oh, schade. Müller hätte hier fast. Oh, hätte es hier fast machen können. Was ist denn der Lewandowski so defensiv unterwegs? So, hier, Schmelzer. Boom! Mensch, hat er den weggebombt. Richtig cool. Aber leider auch ein bisschen zu stark. Remy dann doch zu Lulli dafür. Also ich hoffe, wir können hier in der heutigen Folge dann doch mal ein bisschen was zeigen. Mensch, ey, nachdem das mit dem Pack-Opening so geklappt hat, wollen wir doch mal ein bisschen was hier wenigstens fußballerisch und technisch zeigen. Ja, dann müsste man technisch aber auch gut spielen. Nicht so. Wow, mein Piszczek muss jetzt. Oh, boah, Alter, wie krass ist der denn abgeprallt? Direkt hier den Ball geklärt für einen Gegenangriff. Und leider kein Gegenangriff geworden. So. Oh, Lewandowski stark am Ball. Müller auch immer noch richtig gut am Kämpfen. Müller mag ich. Aber leider als RM war er halt nicht so die Mega-Knorke, weil er. Weil RM. Ich spiele nicht so viel mit den Flügeln, das ist halt immer das Problem. Ich spiele wichtigstes Organ bei mir ist eigentlich der ZOM, also wenn der ZOM richtig gut bei mir ist, so ein Özil oder so ein Götze zum Beispiel, dann läuft dann eigentlich schon deutlich besser. Das ist eigentlich immer das Wichtigste, worauf ich achte.
dass zumindest der ZOM bei mir richtig knorke ist. Und natürlich halt die Stürmer irgendwie noch einen halbwegs vernünftigen Passwert haben. Aber so ein Piszczek zum Beispiel ist schon mal richtig geil, wenn du den hast, weil... Schürrle! Und... Oh was! Dann springt er daneben, die Wurst! Oh Mann, und Gündogan kriegt ihn nicht daneben gelegt. Oh was! Shit! Remy! Hier richtig pacig unterwegs! Oh! Oh, das war nur Abseits! Hui! Na, dann kommt da ein Konter mit schnellen Spielern, dann hast du, kommst du gut in Schwitzen, ne? Balotelli. Das haben wir gesehen. Mit Balotelli spielt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir haben nur gesehen, dass er mit Remy spielt. So, schön. Also mit Lewandowski kannst du zumindest arbeiten. Das finde ich schon mal sehr gut. Ach, schade. Das sollte ein höherer Ball werden, der nicht ganz so weit geht. Aber Lewandowski läuft auch nicht so unbedingt so gerne. Mal Richtung Ball. Ist ein bisschen abgehoben, der Spieler. Der Lewandowski. Der lief aber früher mal deutlich mehr zum Ball, mal deutlich aktiver. Aber nach 5 Minuten kann man noch nicht so viel sagen, ne? Das ist, wenn man jetzt mal ein bisschen defensiver sich da platziert. Boah, geiler Pass von Gündogan. Mensch. Oh Mann, da wollte ich mich durchfummeln. Ach, komm. Ich habe es nicht hingekriegt. Der verteidigt einfach zu stark. Balotelli. Oh, oh. Balotelli hier auf Remy. Aber meine Verteidiger, die haben es hier voll unter Kontrolle. Voll im Glyph. Mario Götze. Sehr schön. Sehr schön, Götze. Mann. Auf dich kann man bauen. Müller. Oh Mann, oh, Schürrle und Götze sich da nicht ganz verstanden. Ach, da habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, als der Schürrle sich da geträumt hat. Na, schade, Lewandowski, weiß nicht, war dran oder nicht, nee, war nicht dran. Schade, wäre natürlich ein geiler Einstieg gewesen, wenn der direkt hier einen gemacht hätte. Jetzt aber! Oh, nein, boah! Der Torwart, der zuckt nicht mal. Oh, herrlich. Oh, geil. Einfach mit Müller mal eine kleine Lulli-Flanke reingemacht. Und dann, der zuckt ja wirklich nicht mal. Wer war denn da im Tor? Oder Joe Hart? Was? Alter, der Lewandowski, ey. Ja, direkt erstes Spiel, erste Tor. Schön, so habe ich mir das vorgestellt, so wünsche ich mir das ja immer von meinen Spielern. Und dann müssen wir mal ein bisschen gucken hier, da war... Ach ja, komm, wieder faul. Mann! Aber das steigert doch schon mal mein Selbstbewusstsein hier. Dass wir hier gar nicht so verkehrt liegen. Mit dem ersten Tor, war eine schöne Aktion, ein richtig schönes Tor. Hat er spielt sehr passiv, mein Gegner. Er spielt sehr passiv, er wartet sehr viel. Das hat meine Spieler und ich, Bobby, sowieso auf ihn drauf renne. Und dann... Oh! Und dann macht er auch noch so geile Dinger hier, ey. Spielt sich die Freiräume wie Sau. So, Lewandowski hier mit Błaszczykowski, der einfach mal durchrennt. Und mal reinbringt. Oh, Müller, schade. Schade, Müller. Der hier eigentlich ganz geil kam. Oh, Götze! Oh, schade. So ein Ding macht er eigentlich sonst auch, aber ist mal gerade nicht. Schade. Oh, Mann, da wollte der Lewandowski den tunneln mit einem Hackentrick. Genial. Genial, Leute. Na gut, dass wir da den Weg zugemacht haben. Oh, da wollte ich aber nicht ins Spiel. Habe ich zwar gedrückt, aber wollte ich eigentlich gar nicht. Shit. Oh, hier sind Räume für ihn offen, die gar nicht offen sein sollten. Aber Piszczek, ach Piszczek, Schmelzer macht... Oh, scheiße, da hat er sich überspielen lassen. Aber alle Paletti hier. Mensch. Anstrengendes Spiel ein bisschen. Gegner, was macht der denn jetzt hier für einen Scheiß? Gegner, nicht auf Augenhöhe, aber stark. Und gefährlich. Vor allem was Konter angeht, aber wir machen das schon. Błaszczykowski hier. Oh, was? Dass er sich hier völlig übertölpeln.
Schmelzer. Ja, aber kein Ding. Kein Ding. Hier die erste Halbzeit nach Hause getragen. In der 1:0. Ja, kann man mit leben. Hm? Sagt ihr. Ich habe 4 Sterne über dem Kopf. Das finde ich schön. Bisher läuft. Bisher läuft auch mit Müller vorne. Wenn er sich noch nicht so auffällig gezeigt hat. Aber ich finde, das ist schon mal deutlich besser als mit den anderen Bobby-Stürmern. Oh, was. Oh, komisch angespielt hier. Oh, oh, oh. Schmelzer, du musst da drauf. LOL! Alter, Faller, was war das denn wieder für ein Schuss? Und er zuckt nicht mal, der Leno. Der zuckt ja überhaupt nach mal gar nicht. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, Mann. Richtig schöner Ball war das. Oh, was? Jetzt greift er ihn an. Aber was wird das denn? Warte, geh doch mal drauf. Gucken die alle zu hier. Und ich krieg den Gündogan dann nicht in der Mitte. Den hätte ich gerne gehabt. Oh, Piszczek, jetzt musst du mal zeigen, was du da kannst. Der ist ja neu. Oh, und das gibt direkt Elfmeter. Oh, da habe ich viel zu viel am T-Shirt gezuppelt. Oh, oh. Das war doch im 16er, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Da sind Linien und das ist alle drinne und... Oh, wei. Oh, ja genau, Piszczek, zeig erstmal, was der kann. Ja, erstmal einen Elfmeter reingehauen, aber das war leider nicht seine Schuld, sonst könnte ich jetzt ihm richtig dick flamen. Es war meine Schuld und mein, ja, verballertes 1:1. Ach, Mann, ey. Hab gedacht, der Piszczek, der kriegt halt, naja, friedlicher hin. Der ist halt stark, der setzt sich halt durch, der kann auch super am T-Shirt zubbeln. Ich hab gedacht, der kriegt halt auch so hin, da er halt nicht den Gegner zu Fall bringt. Scheiße. Das klingt ärgerlich. Was war das denn? Okay, das war jetzt mal nicht so geil. Das war nicht so gut. So, Lewandowski, hier, wir gehen mal über die andere Seite. Oh Mann! Auf die Außen, in die Mitte, in die Mitte. Oh Mann! Nee, der sollte eigentlich nach oben gehen. Weil er eigentlich richtig schön mitgelaufen ist. Ja, das hab ich gesehen, aber sollte man mal drauf gehen, alter Vater, der hat aber richtig geile Oschis dabei, ey. Der ballert ja auch mal richtig übel krass drauf, ey. Dammit. So, schön über die Außen. So, mit Schürrle jetzt. Oh nein, habe ich versucht, auch mal diese scheiß Lulli-Kacke durch die Mitte da zu machen, weil eigentlich sah das ganz gut aus. Was jetzt die Spieler und alles anging. Oh, was, jetzt geht da keiner drauf. Ja, erstmal umnieten. Erstmal umnieten, du musst das. Müller. So, richtig schön. Jetzt hier den Konter fahren. Ah, da entwickelt sich möglicherweise. Läuft denn da keiner mit? Einfach mal mit Lewandowski drauf. Und mit Götze nachschießen. Oh, was? So wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst. Aber der lief. Oh nein. Oh, dann kriegt er den Ball da nicht richtig hingelegt und kommt zu Fall. Und Gündogan, komm, Gündogan drauf. Oh, shit. Hab ich den Ball leider nicht gekriegt. Oh, was? Das war ja natürlich faul. Mensch. Ah, das hätte eigentlich gerade schon ein Tor geben müssen. Aber gut pariert hier. Stand da schnell wieder der Torwart. Ja, Leno lässt mal vorbeigehen. So ein bisschen rum, aber kriegt er dann ja doch noch. Mensch, ist der dreckig. Aber hat er noch gar nicht so viel gemacht, die Sau. Hat mit er leider nicht gehalten. Ja, leider nicht die richtige Ecke gesprungen. Oh. Boah, tolle Chance und gut gehalten von Leno. Mensch, hier richtig starke Aktion. Festgehalten direkt. Nicht mal mehr ein Abpraller gab es da. Der Müller wird hier voll bedrängt auf der rechten Seite. Wer ist denn da Verteidiger bei dem? Geht mir schwer auf die Eier hier. Aber auch ich habe starke Verteidiger mit Naldo und Santana sowieso. Und mit Müller können wir jetzt hier endlich mal durch. Oh Mann! Oh! Da macht er den nicht so schön flach da rein. Schade. Torwart hält absolut einwandfrei. Oh, shit. Das kann natürlich gut kontern. Versaudet aber wie Sau. Piszczek können wir hier. Und Blaschikowski.
über die rechte Seite. Lewandowski. Ball verloren hier im Mittelfeld. Nicht gut. Gar nicht gut. Kommen wir mal eine Grätsche dazwischen, um den Gegner ein bisschen aufzuhalten. Ja, genau. Bupp. Abgekontert. So muss das. Jetzt ein bisschen mit Götze. Okay, ich wollte eigentlich den Schüle da oben anspielen, aber den hat er wohl nicht gesehen. Und warum wechselt er mir nicht den auf den Piszczek? Jetzt aber bloß nicht nochmal einen Elfmeter hier verursachen. Da war Ball gespielt, ne? Ja, ja, war auf jeden Fall Ball gespielt, auch wenn er sehr, sehr spektakulär aussah. Aber das war okay. Das war noch okay. Die Ecke könnte schwierig werden, ne? Wenn man so eine miese, schwule, kurze Ecke macht, dann sieht es schwierig aus. So, dann kommen wir auch schon raus aus seinem Ding. So, hier schon auf Lewandowski. Oh, was war das denn, Lewandowski? Oh, bleibt er verstehen? Oh, was? Jetzt geht aber los. Ich spiele ein bisschen anders, wie ich das gewohnt bin. Deshalb läuft nicht immer so, wie ich das von vielen, vielen anderen Gegnern kenne. Und vor allem, der ballert immer da aus der Ferne drauf. Die sind auch immer super gefährlich, aber noch nicht so effektiv, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde. Die kommt zwar immer super geil rüber. Der Lewandowski macht so geile Pässe, ne? Boah, was? Jetzt geht der wirklich rein. Oh, ich habe mir das zwar so ein bisschen so vorgestellt, aber dass der reingeht, daran habe ich ja nicht gedacht. Ja, schön, Schürrle. Mensch. Darfst du dich auch mal freuen? Und eigentlich den Lewandowski da anspielen, um halt mit Lewandowski da ein geiles Tor zu machen. Aber Schürrle macht das dann hier doch noch. Richtig geil. Richtig geil. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus mit dem 2:1. Gute Mannschaft hier mittlerweile. Und mir gefällt vor allem sehr gut, wie der Lewandowski auch gute Pässe bringt. Und sich auch gut anbietet. Auch wenn er nicht so viel rumläuft. Er bietet sich wenigstens vernünftig an. Und verteilt dann auch gut die Bälle. Oh, oh, aber knapp. Aber knapp. So. Oh, schade, mit Gündogan wollte ich schön auf Blaschikowski, der lief so schön über außen. Aber, oh. Er kann aber immer so geil freche Pässe durch die Mitte hier bei mir schießen. Als wenn im Mittelfeld dann alles offen wäre. Oh, hier mit Müller. Richtig geile Ding. Und Müller ist auch noch so schnell. Und kann... Oh, scheiße, dann habe ich zu lange gebraucht. Oh, da kommt er zu Fall. Was war das denn? Das war auf jeden Fall ein Elfmeter. Der ist auch voll weggecheckt worden. Nicht mal hier mit Ball oder was? Ey, jetzt aber nicht euer Ernst. Jetzt aber nicht euer Ernst. Leute, das will ich aber in der Slow-Mo nochmal wiederholt haben. Da war auf jeden Fall doch ein scheiß Elfmeter. Mann! Ah. Gut, den Angriff habe ich verkackt. Hätte ich auch so draufzimmern können. Aber, naja. Egal. Hätte ich wahrscheinlich auch getan, wenn ich da nicht in Führung gestanden hätte. Aber so, 2:1. Tragen wir gut nach Hause. Der Elfmeter war halt selbst verschuldet von mir. Zu viel am T-Shirt gezuppelt. Ja, Piszczek dann doch zu stark. Naja, war auch eigentlich nicht so die mega gefährliche Situation. Aber ja, gut. Der Müller hat gut gespielt. Der Lewandowski hat sich gut eingebracht. Na gut, Piszczek hat eine schlechte Note gekriegt, weil er Elfmeter verursacht hat. Sonst fand ich, war er auch mit Blaschikowski ganz gut auf der rechten Seite. Und wir haben 5000 Münzen bekommen für den Klassenerhalt. Leider hat uns ein Punkt zum Aufstieg gefehlt. Ach ja, scheiße. Was? Du bist aufgestiegen? Aufgestiegen? Ich habe 15 Punkte. EA, ich bin wirklich in Liga 5. Bäm, jawohl, Mensch, aufgestiegen. Geil. Ist das nicht immer hinter der roten Linie steigt man ab, zwischen rot und grün bleibt man drin und vor der grünen steigt man auf und die weiße ist halt die Meisterschaft. Ja, steht da auch, Aufstieg, 16 Punkte, geil. Okay, dann wurden ja vielleicht meine Spiele, die ich dann doch mal gewonnen habe, die nie gewertet wurden,
dann doch mal irgendwie irgendwo gewertet. Finde ich gut. Finde ich geil. Und ich habe irgendwie ein Set bekommen. Yeah! Ein Geschenkset. Woo! Komm, machen wir das noch mal am Ende auf. Hier für den Sepik Sunday. Schön Eden Hazard. Nein, Mirante haben wir gezogen. Oder Mirante oder wie auch immer er ist. Super. Kann ich sogar wegschmeißen, weil ich den doppelt habe. Ja, Mensch, trotzdem schönes Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, das Spiel. Und Lewandowski ist vielleicht so ein Typ, der jetzt auf meinem Weihnachtszettel steht. Hier. Lewandowski. Vielleicht suchen wir uns den mal und gucken mal, was der Preis so sagt. Ah, 215.000! Geil, den muss ich mir holen, Leute. Der wird auf meinem Weihnachtszettel stehen. Der kostet nur noch 200.000. Das ist ja super geil. Oh, schön, habe ich jetzt voll Bock drauf. Ich werde noch ein bisschen traden, damit ich hier den Lewandowski in den nächsten Tagen dann doch mein sagen kann. Muss jetzt noch für Mittwoch die Folge voraufnehmen, aber dann nach Weihnachten gibt es den auf jeden Fall bei mir im Team. Geil, 200.000, 181, geil. Mensch, das ist ja drin, da muss ich noch ein bisschen verkaufen und dann klappt das schon. Dann haben wir ein richtig starkes Bundesliga-Team, das gefällt mir richtig gut. Geil. Ich freue mich, Leute. Ich hoffe, ihr euch auch. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie der Alaba. Jetzt muss ich aber mal gucken. Alaba. Nee. Was? Isco Alla? Wenn ich Alla eingebe, dann kommt Isco. Nee. Alla? Okay. Keine Ahnung, warum der jetzt auftaucht. Egal. Alla Mala Halla. Der ist natürlich teuer. Aber dann kaufen wir uns erstmal den Lewandowski und dann können wir immer noch nach dem Alaba gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, Leute. Haut rein. Bis dahin, euer Sepp. Schönen vierten Advent noch. Tschüss.